Die Höhle der Erinnerung. Lange, 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 lange ist es her, dass wir da waren. Ohne Scheiß. Das war noch zur Hauptquest mit Kellogg. Das ist schon krass. So, meine lieben Zugucker, herzlich willkommen wieder zurück zu Fallout 4, Part Nummer 177. Genau, wir sind ja wieder in Good Neighbor angekommen und wir wollen. Bedeutet mir echt viel, dass du die Das Bibliothek. können gerne, habe ich gern gemacht. Ghoul? Was ist ein Ghoul? Digga. Du siehst ein, hat meiner. Digga, dein Dann Ernst. lass mal sehen, was du so. Ich hab von allem ein bisschen Naja, ja, komm, dann mach mal hier hin. Der hat wirklich von allem ein bisschen. Okay, wunderbar. Können wir hier irgendwas abgeben? Splittergranaten. Weil das können wir nämlich gerade mal kurz machen. Dann können wir uns noch ein bisschen Muni holen. Kompensiert. Ja, weg. Romanet. Oh, das ist auch. Na, nee, weg. Ja, das sollte es eigentlich gewesen sein. Dann gibt es hier nochmal die Munition. Perfekt. Und was nimmt nochmal die Explosivminigun? Die nimmt 5 mm. Okay, dann zeig mal. Aber 5 mm hast du nicht, oder was? Doch, hier. Danke. Wunderbar. Immer ein bisschen Munition behalten, nicht, dass wir da irgendwas am Ende, ja, dass ja am Ende was fehlt. Also, wir sind ja hier wieder in Good Neighbor angekommen. Wir wollen die Quest machen von. Es gibt Gerüchte über Ward 81. Ja. Irgendein Problem, in das du geraten bist? Nee, Kartelle oder eigentlich so? nicht. Ja, gelle. Dann, oh Moment mal, war ich hier eigentlich auch schon mal? Lagerhaus öffnen, ja tatsächlich, war ich auch schon mal. Gut, dann. Gehen wir mal hier rein. Die Höhle der Erinnerung. Lange, 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 lange ist es her, dass wir da waren. Ohne Scheiß, das war noch zur Hauptquest mit Kellogg. Das ist schon krass. Ohne Scheiß. Ich bin wirklich gehypt. Ich freue mich auf die Quest. So. Also, hier haben wir doch. So, hi, Doktor. Du hast dich also dem Institut angeschlossen. Ja. Schätze, am Ende gewinnt es doch immer. Ja, tut mir leid. Doktor, meine Freundin braucht Hilfe. Oh, ich bin kein Mechaniker. Was will sie denn von mir? Dieser Doktor kann mir helfen? Ja, Hallo, natürlich. Doktor. Ich möchte meine Daten und meine Programmroutinen in ein menschliches Gehirn herunterladen. Du möchtest was? Ja, ist doch Meint einfach. sie das ernst? Ja, natürlich. Kannst du nun helfen oder nicht? Ich werde so etwas niemals tun, solange es keinen triftigen Grund gibt. Den Ich gibt's wurde aber. programmiert, um unser Wissen über Krankheiten, Pathogene und Viren zu erweitern. Das ist mir aufgrund der Einschränkungen durch meine Systeme nicht möglich. Wenn ich menschlich werde, kann ich mit den Informationen aus meinen Datenbanken viel Gutes für das Commonwealth tun. Ein Vorkriegsroboter mit deinem Wissen und deinen Fähigkeiten und menschlicher Kognition. Ja, du könntest viele Leben Ja, retten. na Es also. ist ein interessantes Problem. Die Erinnerungen wären nicht schwer. Wir übersetzen hier laufend vom Gehirn auf den Computer und umgekehrt. Dafür sind die Sessel da. Aber ihre Persönlichkeit. Die vielen Bruchteile robotischer programmierter Entscheidungsfindung. Ja. Ein normales organisches Gehirn könnte damit nichts anfangen. Warum? Ein Sündgehirn dagegen, nun, es liegt bereits irgendwo zwischen den beiden. Okay. Dann ist es also möglich? Sogar wahrscheinlich. Wir brauchen nur einen Sünd. Und da kann ich vielleicht helfen. Ich habe auch davor schon an Sünds gearbeitet. Ihr Gedächtnis gelöscht, damit sie frei vom Institut leben konnten. Dann also. Aber die Prozedur verläuft nicht immer erfolgreich. Wenn etwas schief geht, kann das zum Hirntod führen. Dann leben sie zwar, nehmen aber nichts wahr. Ich kenne jemanden, der eine hirntote Sünd betreut. Wenn sie dazu bereit ist, könnten wir das Bewusstsein deiner Freundin auf sie Oh, übertragen. cool. Ja, auf geht's. Ich würde es gern versuchen. Dazu brauchen wir nur das Einverständnis ihrer Betreuerin. Ich brauche einen Tag, um Kontakt aufzunehmen. Sie ist verständlicherweise vorsichtig. Aber sie wird mir sicher zuhören. Ja, Ich werde perfekt. beim Doktor bleiben. Ich will bereit für die Prozedur sein, wenn alles klappt. Okay. Alles klar. Dann machen wir das.
Was ist jetzt mein Ziel? Mein Ziel ist es jetzt, warte auf Doktor. Kann ich da auch jetzt einfach auf der Couch warten? Der hat ja gesagt, so ein Tag, ne? Komm, dann warte ich einfach mal so 24 Stunden. Das müsste doch reichen, oder? Hoffentlich zumindest. Dann hätten wir das nämlich auch geschafft, Alter. 2077, ey. Wir haben echt schon... Ja. Wir haben echt schon... lange irgendwie gespielt. Also, haben wir jetzt schon fast 4 Tage, haben wir schon fast, gell? 4 Tage Spielzeit haben wir jetzt bald. So. Ja, wunderbar. So, wo ist die Betreuerin? Die ist unten. Okay. Dann gehen wir doch mal... Die Höhle der Erinnerungen ist kein Freund des Instituts. Komm ich denn jetzt nochmal hin? Oh, kann ich das ich nehmen? Ich dachte, du wärst in Ordnung. Ich bin doch auch in Ordnung. Hallo? Du musst aufpassen, dass die Polizei dich nicht erwischt. Diebstahl ist eine Straftat. Ja, okay, Entschuldigung. Aber sonst hat es ja jeder geschafft, ne? So. Machen wir hier mal lieber ein Zwischenspeichern. Ach, guck mal, da ist ja die... Ah ja, okay. Hi. Du willst also den Körper von G519 haben? Ich habe einfach nicht mehr genug Kronkorken, um sie am Leben zu halten. Diese Maßnahmen sind nicht einfach und auch nicht gerade billig, weißt du? Ja. Ich wollte den Stecker ziehen, aber das, was du da vorschlägst, das klingt ein wenig besser. Ein bisschen. Besser, als sie einfach verrotten zu lassen. Das stimmt allerdings. Okay, sie hilft aber wirklich jemand anderem. Sie wird das, was von ihrem Leben übrig ist, jemand anderem geben. Ja, das klingt schön. Da G5 niemanden sonst hat, gebe ich mein Einverständnis. Was auch immer das wert ist. Vielen Dank. Ich weiß, wie schwer das sein muss. Ja. Ich lass euch dann mal an die Arbeit gehen. Sehr gut. Es geht los. Curie, beende alle nicht lebenswichtigen Prozesse. Bestätige. Okay, krass. Verbindung steht. Ich habe Zugriff auf die Erinnerungen deiner Freundin. G5 ist schon vorbereitet. Es sollte also nicht lange dauern. Ja. Da. Oh, krass. Alter. Ich... Meine Brust... Was ist los? Atme einfach nur. Das ist eine autonome Funktion. Lass deinen Körper tun, was er tun muss. Ich fühle mich so seltsam. Hör zu. Kannst du mich hören? Wie heißt du? Ich bin ein Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. Oder kurz Curie. Na also... Ja, geil! Das ist vielversprechend. Gut, sehr gut. Prüfen wir jetzt ein paar kognitive Funktionen. Wie viel ist 1 plus 2? 3. Wenn ich einen Baseball auf deinen Kopf werfen würde, was würdest du tun? Mich bewegen? Denk an etwas, woran du dich gut erinnern kannst. Was dir als erstes in den Sinn kommt. Erzähl mir davon. Dr. Burrow war sehr alt. Er war der letzte lebende Wissenschaftler in meinem Abschnitt von Volt 81. Er lag auf dem Bett, sehr schwach. Oh. Er sagte, Curie, du musst... Dann starb er. Oh no. Bevor er den Satz beenden konnte. Oh, ich fühle mich so seltsam. Was ist das? Das ist, ja, das ist Trauer. Möglicherweise fühlst du Trauer um einen Freund. Diese Einheit hat keine Freunde. Aber mir schnürt sich alles zusammen, wenn ich an den armen Dr. Burrow denke. Die Operation war wohl erfolgreich. Aber ich glaube, deine neue Freundin muss sich erst noch eingewöhnen. Okay. Sie braucht in der Übergangszeit sicher deine Hilfe. Ja, bekommt Danke, sie. Danke, Doktor, für diese Gelegenheit. Nice! Also dem Institut nice, Curry! Schätze, am Ende gewinnt es doch immer. Ja, cool. Und jetzt, oh Gott, jetzt kann ich die ganze Scheiße wieder mitnehmen, war klar. So, lasst mal ganz kurz speichern. Ich will hier nämlich ein bisschen looten. Will hier nämlich den ganzen Scheiß mitnehmen, bevor der weg ist. Das war ja geil. Oh, da kann ich mich auch reinsetzen? Oh, das machen wir gleich mal. Schmutziges Wasser, Zigarrenkiste. Ja, komm, nehmen wir hier noch schmutziges Wasser. Ich mach das extra langsam, weil das immer wieder so rot wird, wisst ihr? Wunderbar. So, geht's dir gut? Hey. Willst du etwas von mir? Denke dran,
atmen. Ich glaube, wenn ich das vergesse, ist es aus mit Curie. Das stimmt allerdings. Diese aufregenden Sachen. Gibt es da ein neues Element? Was, wenn ich einen Arm verliere? Den kann man nicht mehr einfach reparieren. Das stimmt. Keine Angst. Ich passe auf dich auf. Dadurch fühle ich mich besser. Ruhig. Es geht schon. Ich kriege es hin. Hoffentlich schnell. Ach, natürlich. Hab Geduld mit mir. Meine Forschung wird mit dieser wunderbaren neuen Hardware bestimmt aufblühen. Ja, ich denke es auch. Du brauchst etwas und... Nee, ich brauche nichts. Ich will dir nur Stuff wiedergeben. Hier, Slice-Gewehr, deine Molotow-Cocktail, Splittergranaten, hier den gehärteten Bums, was das war. Was war's denn noch? Das war's? War's das wirklich? Hier, das Injektorgewehr. Brauchen wir auch nicht. Hier, bitteschön. Da? Kann ich mit dir nochmal reden? Hey. Was wie? Ja? Mehr gibt es nicht. Wie du wünschst. Okay, wunderbar. Dann lass uns doch mal kurz hier reingehen und mal schauen, was da passiert. Krass. Alter. So, und jetzt? Oh nein! Hä, was soll das denn? Gehen wir nochmal rein. Gehen wir nochmal rein. Memo-Sessel. Komm, auf geht's. Aber die Animation ist cool. So, ich werde jetzt nichts machen. Außer... Ah, toll, da passiert gar nichts. Okay, schade, hätte ja sein können. Ja, damit haben wir die Quest abgeschlossen. Das ist ja praktisch, das war ja cool. Kommst du jetzt eigentlich wieder mit, Curry? Kommst du mit? Aufgepasst. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Nein, 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 auf geht's. Komm. Okay, die kommt auf jeden Fall mit. Können wir mit... Was ist mit dir nochmal? Amari. Wir haben nichts zu bereden. Das Institut hat hier nichts verloren. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Was ist mit dir? Irma. Die Höhle will nichts mit dem Institut zu tun haben. Weder jetzt noch in der Zukunft. Okay, ich hab's verkackt bei denen. Sorry. War jetzt gar nicht so böse gemeint. Was heißt böse gemeint? Ah, an dem Terminal war ich auch noch nie. Geil. Okay. Lass mal ganz kurz speichern. So, wunderbar. Gibt's hier... Gibt's hier vielleicht irgendwie... Die Menschheit ist seit den Bomben tief gefallen. Ja, tatsächlich. Schade, wenn's hier einen Comic gegeben... Oh, was ist das denn? Ah! Guck mal, das Passwort haben wir. Nice. So, auf geht's. Und was haben wir hier? Kent Connolly. All seine Erinnerungen drehen sich um diese Silberstrout-Radioserie, von der er ständig erzählt. Da fällt mir wieder ein, ich sag immer wieder, dass er seine Poster und Spielzeuge in seinem Zimmer behalten soll. Die landen irgendwie immer woanders. Aber man kennt... Ja, okay. Was, aber ich will eigentlich nur noch hier... Oh, was haben wir denn mit Hancock? Bürgermeister Hancocks Erinnerungen sind... Nun, sag mir einfach, wenn du ihn jetzt für gut aussehend und draufgängerisch hältst, dann hätte ich sie mal sehen sollen, bevor er zum Ghoul wurde. Und ich dachte, ich weiß, wie man Spaß hat. Oh, krass, okay. Fred Allen. Fred Allen aus dem Hotel Rexford kommt immer wieder zugedröhnt bis zum Gehtnichtmehr. Eines Tages war er high von Jet und wollte eine Erinnerung, in der er auf Buffett ist. Er meinte, es wäre für ein Experiment, sich mit Jet wegzuhauen, um dann eine Erinnerung abzuspielen, wie man auf Buffett ist, während das Jet noch wirkt. Naja, irgendwie muss man seine Hingabe schon bewundern. Sondern Claire Hutchins. Claires Erinnerungen sind lebhaft. Amari meint, dass sie eins dieser Gehirne haben muss, das auf jedes Detail achtet. Vielleicht ist sie deshalb so akribisch. Oh, und sie hatte auf jeden Fall einen süßen Mann, als sie jünger war. Kann verstehen, dass sie ihn vermisst. Und dann Daisy. Ich liebe diese Ironie des Schicksals, wenn ein ausgesprochener Gegner der Höhle reinkommt, um es mal auszuprobieren. Versuchung. Am Ende verfallen wir ihr alle. Hinweis an mich selbst. Man sieht es Daisy jetzt vielleicht nicht an, aber es gibt einen Grund, weshalb sie dieses hohe Alter erreicht hat. Es sollte am besten niemand erfahren, dass sie hergekommen ist. Ich will ihr keinen Grund liefern, ihre böse Seite zu zeigen, sich bei mir zu rämmen, okay? Ja, schade. Jetzt ja auch einen Comic oder eine Figur geben können, das wäre ganz nice gewesen. Gibt's hier... Nee, hier gibt's sonst nichts, ne? Hier neben... Ah, die Tür habe ich noch nicht aufgemacht, oder? Da war ich auch noch nicht drin. Ah krass, guck mal einer an. Ah krass, guck mal, hier war ich wirklich, glaube ich, noch gar nicht. Okay, mach mir die Tür auf. So, was haben wir hier? Das war's, oder was? Schade.
Hätte mich gefreut, hätte es dir noch mehr gegeben. So, geh mal. Alter. Curie, geh mal bitte. Danke. Ja, das lassen wir. Das ist mir zu nah an dem Scheiß hier. Sonst noch irgendwas? Hier war... Ja, hier war doch der Silver Shroud Boy. Hi, Kent. Hey. Ich habe darüber nachgedacht, was du und Hancock gesagt haben. Ich kann nicht auf... Vielleicht kann ich ja wenigstens etwas tüfteln. Dein Shroud-Kostüm noch besser machen. Okay. Dann mal los. Ohne das Kostüm kann ich nicht viel machen, Shroud. Oh, feini fein. Ja, okay. Das werden wir auf jeden Fall... Das ist ja geil. Dann lass das auf jeden Fall holen. Cool. So, dann machen wir das auf jeden Fall. Was haben wir hier? Hier ist großes Becherglas, aber hier ist sonst auch nichts Wichtiges. Nee, okay, komm. Ja, ich will das jetzt hier nicht alles klauen. Ja, wunderbar. Dann gehen wir hier raus. Okay, meine lieben Zugucker, dann würde ich nämlich sagen, ich mache hier einen Schnitt und hole mir mal das Shroud-Kostüm und dann werden wir das mal verbessern. Ja, aber in dem Sinne werde ich jetzt hier erst einmal einen Schnitt machen, meine lieben Zugucker. Ein Vault-Anzug, was? Geil. Geil. Ich kann hier noch nicht schnell reisen, oder? Das geht nicht. Bin ja quasi hier schon drin. Curie, kommst du mit? Curie? Na gut, müssen wir auf jeden Fall merken, dass Curie in der Höhle ist. Die lassen wir einfach mal hier, die Rüstung. Okay, meine lieben Zugucker, dann passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis denn, haut rein. Tschüss.